Herzlich willkommen in Enderal. Ja, ich habe gerade schon so, keine Ahnung, 2 Minuten Aufnahme gemacht, bis ich gemerkt habe, oh, ich habe ja gar nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ja, das war nicht so intelligent. Naja, aber ihr habt nicht sonderlich viel verpasst, von dem her ist das nicht so schlimm. Wir sind nur kurz hier runtergereist über den Wegweiser, denn wir wollen ja jetzt hier anfangen, die Quest zu machen, um hier diese schwarzen Steine zu finden. Und wir fangen hier einfach mal der Reihe nach an. Das heißt, wir fangen hier mit Engel an. Und da sollen wir eben hier zu den Apothekarii in die Unterstadt. Und dort einfach mal nach dem schwarzen Stein fragen. Und das wollen wir direkt mal machen. Und da bin ich gespannt, ob die vielleicht wissen, wo der ist. Vielleicht haben sie ihn ja sogar. Wer weiß. So. Ha, da habe ich doch direkt den Weg gefunden. Okay, wir hatten noch einen Questmarker. Ich gebe es dazu. Aber da habe ich mich auch richtig geportet. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, okay, wir gehen direkt hier rein. Ins Haus der Apothekari. Und ich hoffe, die wollen uns weiterhelfen. 50.000 Groschen? Das ist immens. Wem sagst du das? Man kann Groschenfürst vorwerfen, was man will, aber er steht zu seinem Wort. Wirklich. Es wird schon irgendwie aber klappen. Aber woher nimmt er all das Geld? Ich dachte, seit den Kriegen ist die Sichel kurz vor dem Bankrott. Quasi auch, ja. Aber angeblich hat das irgendwas mit der Sache im Kontor zu tun und den Kilianern. Naja, freuen wir uns einfach. Was zählt, ist das Ergebnis. Ja. Ja, da ist es jetzt tatsächlich so ein bisschen ein so eine Fortsetzung, so eine Auswirkung quasi von der Sichel-Quest-Reihe. Das ist doch schön, da ist das Geld anscheinend tatsächlich angekommen. Das freut mich wirklich sehr. Vor allem, weil die 50.000 Groschen, das ist, glaube ich, der komplette Erlös, oder? Das heißt, den kompletten Erlös hat er hierher gespendet. Nicht schlecht, finde ich gut. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drin waren. Ich glaube, ganz kurz. Ich meine, ihr seht ja, was hier ungefähr passiert. Ja, hier sind einfach die Kranken, werden hier so ein bisschen versorgt. Und wir reden mal hier mit der obersten Schwester Salvina. Wer seid ihr? Huch. Ihr kommt nicht von hier, das sieht man euch an. Ja, tue ich auch nicht. Ich arbeite aber für den Heiligen Orden. Ich weiß nicht, wie gern der hier unten gesehen wird. Ach, sieh mal einer an. Und, was bringt euch hierher? Habt ihr bei all dem Schmutz keine Angst um eure feinen Gewänder? Ich habe eigentlich keine feinen Gewänder. Habe ich nicht, denn ich bin hier, weil ich nach etwas suche, von dem ich glaube, dass euer Bund es eventuell hat, nämlich ein schwarzer Stein. Wisst ihr vielleicht was davon? Was? Nein. Und ich weiß auch nicht, warum zum Henker ihr sie finden wollt. Jedes Kind weiß doch, dass sie verflucht sind. Und jetzt geht. Wir haben hier alle Hände voll zu tun. Guck mal, die setzt sich auch etwas schräg auf den Stuhl, oder? Ich habe das Gefühl, hier sind so ein paar Objekte ein bisschen... Der Sonne sei Dank, endlich finde ich dich. Ich muss mit dir sprechen, es ist dringend. Klar, aber wie hast du mich hier gefunden? Ich bin dir gefolgt. Ach, natürlich. Es geht um deine Mission. Ich weiß, dass der Großmeister dir aufgetragen hat, die schwarzen Steine zu finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der eine ist, den du hier zu finden hoffst. Okay, Moment. Sie verfolgt uns, ja, ich möchte das kurz festhalten, und sucht nach uns. Wenn sie uns verfolgt, dann weiß sie ja schon, wo wir sind. Warum stößt sie dann erst hier auf uns? Oder hat sie irgendwie unsere Spuren quasi verfolgt? Ja, man weiß es nicht. Naja, und wo ist denn überhaupt dieser Stein? Ja, um mal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Weit weg von hier. Und ich kann dir zeigen, wo. Der Punkt ist nur, dass niemand davon erfahren darf. Versprich mir das und ich sage dir, was ich weiß. Meine Lippen sind versiegelt. Dann dürft ihr auch nicht sprechen, ne? Aber es wäre ein bisschen langweilig. Ja, machen wir nur noch so ein Playthrough, kein Let's Play. Ist ja auch nix. So, deswegen, naja gut. Ich werde es also niemandem verraten, außer vielleicht meinen Zuschauern und ganzen Publikum, das wird's auch wissen, ne? Also, aber... Ja, klar, machen wir. Ja. Danke. Glaub mir, mir schmeckt das so wenig wie dir. Aber es geht nicht anders. Komm mit. So, wir folgen ja mal raus hier aus dem Haus, denn es gibt hier viele Ohren, ja. Sicher sehr wachsame Ohren. Das heißt, hier irgendwelche Geheimnisse erzählen ist bestimmt wirklich nicht so die beste Idee. Deswegen
Gehen wir raus, wahrscheinlich in so eine dunkle Gasse, werden dann überfallen. Ich war als Kind einmal hier. Also. Die Apothekarii haben mir damals einen Kanten Brot gegeben, bevor sie mich wieder auf die Straße geschickt haben. Heute wirken die Jahre hier so ewig weit weg. Es ist viel zu leicht, die Kehrseite der Medaille zu vergessen, wenn man erstmal genug Abstand von ihr hat. Tja. So, hier ist es besser. Also, ist dir der Name Dalgala ein Begriff? Nun, irgendwie schon. Das ist doch dieser Armenheiler. Kennt man ihn sogar auf Nerim? Armenheiler. So. So nennen ihn manche, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Dalgala half jedem, ungeachtet seines Wohlstands. Und der einzige Unterschied war, dass er die Reichen bezahlen ließ und die Armen kostenlos behandelte. Weißt du auch, warum er Ark damals verlassen hat? Ich kann es nur so ein bisschen denken. Auf Ark hätte ich irgendwann auch keinen Bock mehr, glaube ich. Hat er nicht irgendeinen Streit mit dem Bund wegen seiner Methoden? Richtig, ja. Für ihn heiligte der Zweck die Mittel. Einem verletzten Soldaten soll er zum Beispiel ein verlorenes Bein durch ein neues aus Trollknochen und totem Fleisch geschaffen haben. Der Bund hielt solche Praktiken für wegelos, aber Dalgala wollte nicht einlenken. Und so kam es zu dem Bruch. Er verließ Ark und bezog ein abgelegenes Schloss im Nordwindgebirge. Prothesen, also wie kann er nur? Das ist wirklich schlimm, schlimm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, im Mittelalter war das auch nicht wirklich anders. Und hier auch so Autopsien und so durftest du ja auch nicht machen. Das heißt, ja, naja. Also, ne, die Menschheit war durchaus mal in diesem Zeitalter. So, was haben wir hier? Es muss auch Grenzen geben. Nein, Schwachsinn. Ich glaube kaum, dass der Soldat dein Leben als Krüppel bevorzugt hätte. Das glaube ich auch nicht. Wobei, ehrlich gesagt, ich meine, es ist jetzt keine moderne Prothese. Das heißt, das ist eher eine Krücke, sag ich mal. Also, naja. Aber trotzdem, sicherlich besser als ohne, ne? Definitiv. Sehe ich ähnlich. Aber der Mensch fürchtet das Unbekannte. So war es schon immer. Den Rest der Geschichte kennst du ja vermutlich. Auf seinem Schloss begann er sich irgendwann abzuschotten. Und irgendwann verschloss er die Tore. Und von ihm und seinen Dienern ward nie mehr gesehen. Die Apothekarii schieben das auf seine Exzentrik. Aber ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Ja, das glaube ich auch. Und lass mich raten. Du glaubst, der Stein ist irgendwie in die ganze Geschichte verwoben, richtig? Ich weiß es. Kürzlich habe ich die Aufzeichnungen eines der wenigen Lehrlinge, die ihn in den Norden begleitet haben, gelesen. Und hier wird es interessant. Dalgala forschte in seinem Schloss an etwas, das er den Engel nannte. Niemand außer ihm durfte seiner Herstellung beiwohnen. Und er heuerte Söldner an, um ihm allerlei Dinge für die Forschungen daran zu bringen. Bücher, seltene Kräuter, Relikte, dergleichen. Und eines dieser Relikte war ein kleiner dunkler Stein, glänzend wie die Haut eines Aals. Oh, das klingt durchaus nach dem schwarzen Stein. Und du glaubst, er ist immer noch in diesem Schloss? Ja. Was denkst du, Saira? Das klingt doch nach einer Fährte, oder? Nee, ist gar nicht. Ja, durchaus. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin? Es ist im Norden, so viel wissen wir anscheinend schon. Ich weiß natürlich ganz genau, okay, ich weiß nicht ganz genau, wo es ist, aber ich war da natürlich schon mal. Und ich kann zumindest so viel verraten, es wird mal wieder cool. Ja, die Quest wird lustig. Ja, ich habe eine Karte, die uns den Weg von der Schneefels-Taverne ausweist. Geh dich ausrüsten und triff mich dann einfach dort. Und danke. Es tut gut zu wissen, dass ich in der Sache nicht alleine bin. Ja, kein Problem. Das werden wir auch zugleich machen. Wieder so eine dezente Info. Man soll sich doch ausrüsten, aber ich glaube, wir sind eigentlich relativ gut ausgerüstet, wenn ich mir das so anschaue. Da kann man sich, glaube ich, nicht wirklich beschweren. Mein Blick geht eher auf die Traglaster. Wir haben hier ja, schon ordentlich was frei noch. Ein paar Tränke haben wir, die vielleicht nicht unbedingt brauchen. Die haben natürlich auch mal so ein bisschen Gewicht, darf man nicht. Und ach, guck mal, wir haben ja noch eine Eispranke. Na, ja, aber ich glaube, Handelssession müssen wir, glaube ich, nicht machen. Das ist nicht unbedingt nötig. Das heißt, wir können eigentlich direkt zur Schneefels-Taverne aufbrechen. Dafür müssen wir nur erstmal hier noch lang laufen und den Wegweiser finden, natürlich. Damit wir dann schnell zum Südviertel, zum Myraden reisen können. Da vorne sehe ich doch schon Wegweiser. Sehr gut. Ja, ich kenne mich langsam schon aus hier unten. Das ist ja unglaublich. So, wir wollen zum Myradenturm hier, Südviertel. So.
So, lest Bücher, Ausrufezeichen. Ja, das ist generell ein guter Tipp. Nicht nur in Enderal, sondern natürlich auch außerhalb von Enderal. Weil ich ja zugeben muss, ich lese in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Aber gut. Da hinten ist eine Windwurz, aber ich glaube, die müssen wir jetzt nicht unbedingt sammeln. Weil hier braucht man die jetzt nicht wirklich für was, glaube ich. Maximal vielleicht als Alchemie-Zutat, aber Alchemie machen wir ja so gut wie nie. Von dem her könnte man eigentlich unsere Zutaten verkaufen, ne? Ah, egal. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Es soll gehen, bitte, zur Schneefels-Taverne. Wohin soll ich euch bringen? Die haben wir genau hier. So, und dann geht's los mit dem Myraden. Und wir sind gleich da. Und dann werden wir auch aufbrechen. Wir werden heute sicherlich nicht dort ankommen. Aber ich denke, wir werden schon mal ein gutes Weg dorthin zurücklegen. So, wir sind jetzt hier. Es ruckelt leicht, gefühlt zumindest. Aber egal, ich sage einfach, es ist 60 FPS und ja, wenn ich das sage, dann fühlt es sich auch so an. So, ganz einfach. So, ja, hier, schaut, 60 FPS. Schaut unten auf YouTube hier auf die Einstellung, aufs auch Einstellungsrad, auf die Qualität, da habt ihr auch 60 FPS. Also, wenn 60 FPS da steht, ja, wenn YouTube das schreibt, dann muss es ja stimmen, oder? So sehe ich das. So, okay, ja, scheinbar ist Kalia in der Taverne. Gut. Zugeben ist durchaus irgendwie sinnvoll, weil hier draußen ist wahrscheinlich relativ kalt. Und dann gehen wir da auch mal rein. Da sind wir. Ehrlich gesagt, wenn ich hier gerade so reinkomme, ist Kalia jetzt nicht unbedingt so die Tavernengängerin, ne? Das wissen wir eigentlich auch schon. Aber, ich glaube, Kalia hat sich ja schon mal ein paar Informationen besorgt. Ja, eine riesige Kaninchenarmee. Ich nehme an, du hast mitgehört. Ja. Vermutlich kriegen wir hier nichts als Mähren und abergläubisches Gerede zu hören. Was sagst du, wollen wir aufbrechen? Hinter jedem Märchen ist ja durchaus noch mal oder meistens ein wahrer Kern. Ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Aber gut, lass uns loslegen. Gut. Komm, folg mir. Warum guckt ihr uns so argwöhnisch an? Na, jetzt tanzen sie wieder. Okay, huch. Da komme ich nicht lang. So, wir gehen wieder raus. Und wollen uns aufmachen Richtung Nordwindgebirge. Oh, ist das kalt. Also, das Schloss ist gut 2 Meilen nördlich von hier. Wenn wir auf dem Weg bleiben, sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Geh du einfach vor. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, wir können hier allerdings natürlich ein bisschen mit ihr reden und das möchte ich natürlich eigentlich auch machen. So, was haben wir hier? Das meiste hier kennen wir eigentlich schon, ne? Die Frage ist, okay, machen wir mal Folgendes. Saira. Wenn ich zum Beispiel hier diese Variante, das hatten wir doch eigentlich schon mal. So. Tätowierung? Ah, natürlich, du meinst das Mal. Ich habe das schon seit ich denken kann. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, woher oder warum. Genau, dann nehmen wir mal die Variante. Ich möchte, das haben wir nämlich eigentlich schon mal gemacht. Ich möchte aber wissen, ob man da lustigerweise nochmal Sympathiepunkte sammeln könnte. Ja,
Ja, scheinbar das schon. Das riecht zum ersten Mal. Aber danke. Okay. Geht wohl. Interessant. Finde ich lustig, dass man die Dialogoption immer wieder machen kann. Na gut, also wir gehen mal los. Aber ich finde gerade so laufen. Ich glaube, hier mache ich nochmal einen richtigen Speicherpunkt. Ja? Und dann setzen wir unseren Weg mal fort. Durchs, ich weiß gar nicht, wie heißt das hier? Nordwindgebirge, genau. Ja, es ist eisig kalt, ich weiß. Ich weiß. Wir sind sogar relativ warm angezogen. Sie hoffentlich auch. Ich muss zugeben, so eine Stahlrüstung hält, glaube ich, nicht so gut warm. Feinde, mach dich bereit. Oh nee, natürlich. Rückkehr sollte ich jetzt nicht unbedingt zaubern. Das machen wir dann mal. Manfred, weiß ich jetzt auch nicht, wäre zwar witzig, aber... Ach komm, wir machen mal ein Feuerelementar. Haben wir doch schon lange nicht mehr gemacht. Und dann brauchen wir auf jeden Fall eine Attrappe. So. Ist der scheinbar schon mal gut verwirrt. Und dann nehmen wir mal den Schlangenbogen. Die sind stark. Haben wir irgendwie die Schwierigkeit hoch? Ich weiß gar nicht. Das ist wahrscheinlich einfach starkes Gebiet hier. Ich hoffe, mir fällt jemand in den Rücken. Aber Kalia meint ja, sie hält uns den Rücken frei. Von dem her. Da kann ich bestimmt auf Kalia vertrauen. Ah, kein Problem. So, okay. Er ist weg. Das war die Attrappe. Kalia muss wieder sich fokussieren, damit sie nicht aus Versehen ihr Biest in sich rauslässt. Wer hat sich jeden für Krieg? Ja gut, wir haben uns in gewisser Weise auch für Krieg entschieden, aber wer fällt jeden bitte in ein anderes Land ein? Nicht wir, meine Liebe, nicht wir. Seid ja wohl eher ihr. Also wenn jemand einen Angriffskrieg führt, dann ja wohl die. Aber es ist ja immer so, ne? Man kämpft ja für die gute Sache und man ist ja selbst immer im Recht. Ja, man kennt ja das gute alte Geschwafel. Böse sind ja immer nur die anderen. Wow, richtiges Blitzgewitter hier. So. Alter, da schießt, glaube ich, einer auf uns, ne? Das finde ich jetzt nicht so nett. Ah, ein bisschen aus der Schussbahn raus. Aus der Schusslinie. Ich höre auch unsere Attrappe laufen. So, immerhin sind sie jetzt anfällig. Das macht unsere Arbeit natürlich einfacher. So, das, die Nebelwindwacht haben wir gefunden. Na, jetzt halten wohl nur noch Banditenwache. Naja. Oh, das war es noch gar nicht. Upsi. Bentelor ist das. Hat sogar einen Namen. Interessant. Ja, komm, die Attrappe macht euch doch nicht. Noch nichts. Immer diese Arachnophoben hier. Unglaublich. Schaut es euch an. Naja, doch. Ich habe erst einen Pfeil geschossen, mein Lieber. Ich muss ja mal ein bisschen zurückweichen. Kalia sieht auch nicht mehr so gut aus. Sind auch einige Feinde hier gerade. Muss man schon sagen. Huch, wie habe ich denn gerade... Ich habe gerade Lebensenergie. Warum heilen wir gerade so schnell? Alter. Das hat aber nicht gerade Kalia uns einen Heilzauber gegeben, oder? Hä? War das Kalia? Was? Was war das? Wie? Wie? Diadem der eisernen Flamme. Okay, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Ist zumindest viel wert. Nutzen werden wir es jetzt nicht unbedingt. Also Elementarzauberer sind wir wirklich nicht. Wobei man das in Enderal, glaube ich, auch gut machen kann. Ich glaube, in Enderal haben sie tatsächlich das Balancing etwas verbessert. Von den einzelnen Kampfvarianten. In Skyrim ist ja doch, gibt es doch so ein paar Sachen, die fast gar nicht möglich sind. Und ein paar, die einfach ziemlich OP sind. Also Magier ist in der Regel relativ schwer. Und sowas wie Illusionsmagier geht irgendwann eigentlich gar nicht mehr, weil die Gegner einfach so hochlevelig sind.
Und ich glaube, das ist hier in Enderal durchaus deutlich verbessert worden. Und in Skyrim gibt es auch Mods, um das zu verbessern. Die ich natürlich auch nur wärmstens empfehlen kann. Ist ja klar. So, gebratenes Wolfsfleisch, das klingt lecker. Das stellen wir mal her. Und schön auch, dass das Kochen hier Erfahrung bringt. Auch das ist ja was, was es in Skyrim nicht gibt. Das Kochen bringt ja wirklich gar nichts eigentlich. Und das, vor allem das Essen bringt leider auch gar nichts in Skyrim. So, hier haben wir sogar richtig ein richtiges Alchemielabor. Interessant. Was haben die hier so fabriziert? Ich will es vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Na gut, Frostschutztrank, den nehmen wir mal mit. Ich hoffe, die haben da die richtigen Zutaten reingehauen. Nachher ist das so ein super hochdosiertes Gift. Das ist ja voll witzig eigentlich. Man nimmt da so einen random Trank mit, ist was anderes drin, als draufsteht, und zack, mitten im Kampf erstmal voll das starke Gift zu sich nehmen. Das fände ich irgendwie witzig, aber ich glaube auch nur für einen kurzen Moment. Ah. Ja, ich glaube, ich sollte kein Spiel entwickeln. Zumindest Game Designer sollte ich wahrscheinlich nicht werden. Das freut wahrscheinlich niemanden. Okay, gut, Weizen nehmen wir auch mit. Ist ja klar. Kommt man hier noch hoch? Nee, eher nicht so. Na gut, was sagt die Zeit? Ja, eigentlich ist schon bald wieder Zeit für eine Aufnahmepause. Ich habe heute auch nicht zu viel Zeit. Oh, mir fällt gerade auch ein. Ich sollte eigentlich noch... Wahrscheinlich habe ich gar nicht so viel Platz auf der Platte. Na gut, dann sollten wir wirklich mal hier kurz eine kleine Aufnahmepause machen. Ne, Kalia? Hier machen wir mal kurz Stopp. Nächste Folge geht's weiter. Ich mache hier auch direkt noch einen Speicherpunkt hinterher. So. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch und...